Das Mayo, Oyam Sad, Sad Oyam Hussein, wie auch immer du den nennen möchtest. Boah, da habe ich vorhin auf Jodel so einen richtig schlechten Witz gelesen. Da hat jemand geschrieben, also der war richtig, zum einen schwarzer Humor, zum anderen war der so schlecht. Ja, was für ein Reifendruck haben die Autos der IS-Anhänger? Allahu Akbar. Haha. Josh würde jetzt sagen, habt ihr schon verstanden, findet ihr einfach nur nicht witzig. Und was ist denn hier kaputt? Hier ist weiß. Cool, weiß. Ach, Omsi, danke. Ich muss Omsi neu starten. Weil Omsi hat gerade Kacheln aus dem Speicher geladen. Weil Omsi ein Arsch ist. Wenn Omsi nicht mal eine Route fahren kann, ohne Problem. Gut, nicht mal eine ist jetzt übertrieben, aber... Trotzdem ist Omsi ein Arsch. Ja, ich weiß, dass du die Kacheln aus dem Speicher geladen hast. Omsi, ist alles gut. Aber zum Neustädt Bahnhof... Oh, guck mal hier. Zaubern. Ach, guck mal, das ist ein Aufpasssymbol für mich. Das muss er auch erstmal erkennen, ey. So, ich darf fahren, aber nur unter Beachtung der Verkehrsregeln. Gut, wenn die Textur dazu fehlt, dann machst du natürlich nichts. So. Bahnhof Neustädt. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Bus fährt weiter als Linie 802. So, dann können wir doch mal nielen. Jo. 2 Minuten 13 zu spät sind wir schon. Tja, machst du natürlich nichts. Doch, dann machst du nämlich was, sag ich euch. Du machst nämlich Omsi Neustart. Richtig. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich weiß nicht, ob ich das als ein Video lasse. Das wird so rauskommen, wie passt. Okay, würde dann sagen, bis zum nächsten. Bis gleich, ja, bis gleich und tschüss. Und da sind wir wieder. Wir sind wieder zurück beim Omsi. Omsi neu gestartet und. Ja. Neuen Fahrplan angenommen. Habe ich auch schon direkt gemacht. Wir ziehen mal vor zum Startpunkt der 802. So, einmal hier rum. Frage ist, wo ich rein muss. Ich muss halten und gucken. Ah, gut. Erster Versuch, direkt richtig. So. Wir holen ein bisschen aus und dann fahren wir hier rein. Ja, passt das? Ja, passt. So. Ja, das war ja die Karte, die der Carsten mal bitte jetzt ist, hatte, ja. So. Ach, guck mal, da fahren direkt das Richtige. Oh, immer heute ja ein Glück hier. So. Ja, ist okay. Ich glaube, wir fahren da so einen Kurzläufer davon. Ja, okay. Das ist Route 3. Nächste Haltestelle. Wollen wir doch nicht richtig. Alfred Lappernplatz. Aber ist okay. Ich glaube, das können wir verkraften, Nöse. Dann machen wir jetzt noch hier die Zeit nochmal. Nö. Müssen die Zeit gar nicht mehr vorspulen. Wir haben aus irgendeinem Grund zwar noch 1,7 statt. So, im Fahrplan stand 33. Okay, hier steht auch 33. Aber Ibis sagt 1,5. Ich verstehe nicht. Okay, ich stelle mal hier noch mal ein bisschen so. Scheint nicht zu interessieren, egal. Wir fahren einfach mit dem Minütchen Verfrühung dann los.
Der Fahrplan sagt 33. So. Dann fahren wir mal los. Gut, dass der Bahnhof Neustädt im Vergleich zur Version 2 überarbeitet wurde. Finde ich sehr gut. Weil hier war man ja immer sehr gefährlich, was die Busse anging. Hier nämlich ist man sonst immer lang gefahren. Das ist jetzt gesperrter Bereich. Ist auch gut so, dass es gesperrter Bereich ist. Wobei das Türmchen hat sich nicht verändert hier. 802 nach rechts. Und dann dürfen wir auch schon direkt los. Ist ja der Hammer. Ah, der Hammer. So. Die 100, die brauchen sich zu interessieren. Na Bus, danke. Darfst in den nächsten Gang schalten, habe ich kein Problem mit. Wir sind ja hier nicht bei Project Cars, sonst hätte ich das gemacht. Tja. Kannst du beim Bus nicht. Ich glaube, Busse mit Tiptronic wirst du auch nie sehen. Also mit so mit Handschaltung hier. Also mit diesen Schaltwippen. Wirst du nicht sehen. Haha, hier habt Stau. Könntet ihr einfach auf die mittlere Spur fahren, aber der wäre zu einfach, ne? Jo. Hier müssen wir aber schon halten. Nein, müssen wir nicht. Doch nicht. Okay. Ja, die 802 bin ich schon noch nie gefahren. So. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja kein Problemchen, deswegen fahren wir sie ja jetzt. Ich weiß nicht, ob der James und der Mario die 801 gefahren sind. Oder die 802, weiß ich jetzt gar nicht mehr sicher. Egal. Wenn die wirklich die 801 gefahren sind, ich meine, das wäre die 801 gewesen, dann habe ich ja nur die Hälfte geklaut, ja? Und die sogar auch noch in die andere Richtung. Also, passt das schon, ne? Hier kriege ich Gütesiegel, Daumen nach oben und so. Also, nicht jetzt Daumen nach oben fürs Video, sondern nur Gütesiegel-Daumen, ja? Also, so. Wisst ihr Bescheid? Guck mal, die hellen Säulen. Die sind voll helle. Im Vergleich zu vielen Menschen. Was heißt vielen? Im Vergleich zu manchen Menschen. Männchen sind die Säulen relativ helle. Ja, hier richtig. Mittlere Spur. Finde ich gut. Ah! Upsi. Ich baue heute ein paar Unfälle. Tut mir leid. Tut mir leid. War ich nicht. Ah, Kollege, hi. Tierarztpraxis. Dr. Heuer, du kannst doch bestimmt hier den Menschen helfen, oder? Ne? Also ich finde, ich hab's kaputt gemacht. So fahren die noch? Jawohl. Also, das war ja eigentlich nur Training fürs TV-Total Buskegeln, ja. Gut, dass ich noch keine Fahrgäste hatte. Das musste so, ja. Das also. Dankeschön. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt. Das kann die Umsi-Fahrgast-KI nicht, aber wenn ich die gewesen wäre, dann hätte ich bei so einem Bus, der Bus wäre eh nicht mehr weitergefahren bei dem Unfall, den ich da jetzt hatte, aber würde der Bus noch weiterfahren, ja? Rein im unrealistischen Falle, dass er das tun würde. Ich glaube, ich würde da nicht einsteigen. Alfred Lappernplatz. Alfred Lappernplatz, da war ich doch gerade. Nächste Haltestelle, Stadtgerichtshof. Stadtgerichtshof. Nee, wir müssen geradeaus. Und rüber. Ach guck mal, wir fahren einen Teil der Linie 4 nach. Die gibt es ja von früher noch. Ich glaube, früher gab es die 2, 3, 4, 5, 6 und die 100. Ich glaube, jetzt ist die 801 und die 802 dazu gekommen. Wenn ich mich korrekt erinnere. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Was macht der denn für Schlangenlinien? Bist du besoffen? Besowski? Sollte aber kein Auto fahren, Kollege. Gut, ich sollte auch nicht immer Bus fahren, aber. Alle Linien nach rechts. Okay.
Wenn die hier noch aushandeln, wer zuerst auf die linke Spur darf, nehme ich mal die Zeit und fahre hier einfach rum. Naja, ich bin mal gespannt, wie die KI so bei Lotus wird. Was die Unfälle und Fahrgäste und all so ein Kram angeht. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, ich sage das ja oft, ich bin prinzipiell gespannt, was aus Lotus wird. Weil man sollte sich immer erstmal so ein bisschen überraschen lassen. Und dann gucken, wie es ist. Ich weiß, habe ich mit Reinhausen auch gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen Schlag ins Gesicht gekriegt. Aber ist okay. Manchmal wird man ja auch positiv überrascht. Und, ja. Noch ein paar Fragen, die ich in den Kommentaren hatte. Ja, zum einen, man darf, ich glaube vom Trambahner Blog war es, man darf, denke ich mal, dann jetzt, es geht um die Geschichte YouTube und GEMA. Ich denke, man darf GEMA-Musik, hoppala, das war gar nicht meine Haltestelle. Ich denke, man darf GEMA-Musik jetzt dann in seine Videos schneiden. Aber erwartet nicht, dass das einfach so klappt ohne Ende. Also ihr werdet trotzdem noch vom Produzenten einen Content-Claim bekommen. Und solltet ihr die Videos monetarisieren, streicht der den Gewinn ein. Also daran wird sich nichts ändern. Weil nur weil die Produzenten nicht mehr von der GEMA vertreten werden, gibt es aber immer noch, oder weil die GEMA das durchlässt, gibt es halt immer noch Produzenten, die sagen, nee, es ist mein Produktionswerk, sag ich mal. Ich möchte dann dafür auch die Einnahmen kassieren. Das gibt es halt dann immer noch. Und was war das noch für eine Frage? Die weiß ich gerade nicht mehr ganz so genau. Schade, ist mir leider entfallen. Aber kommentiere ich auch nochmal. Kommentiere ich nochmal was zu, weiß er. Guck mal, hier stehen aber viele Taxen. Gut. Ja, nee, gar nicht. Ein Taxi. Hoppala. 4, 4. Ich bin aber noch richtig, oder? Ist ja eine Expresslinie. Passt schon. Das passt schon, gell? Freilichtmuseum Grevenfeld. Ampel. Möchtest du Schokri? Magst Schokri? Kaffee? Cola? Energy Drink? Nein? Okay. Dann nicht. Dann halt nisch. Leb damit. Wenn wir denn hier auf dem Schildchen stehen, während der Fahrer bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Ach so. Gibt's ja genug Fahrer, die das missachten. Nö. So Bekannte vom Fahrer. Na, Udo, was weißt du? Wie ist es? Ja, ja. Ach, ich will mal bei den Haltestellen halten. Wie töricht von mir, zu erwarten, dass man bei Haltestellen hält. Nein, nein. Also das ist ja unerhört. Und schon wieder eine 4. Ich dachte, wenn die so eng aneinander sind, dann... Hey, ich glaube, ich bin mit dem Gelenkbus überbesetzt. Für die, na, sag schnell. Für die Route. Ich glaube, da ist ein Gelenkbus zu viel des Guten. Aber hier, 802. Da. Ich glaube, das ist es mal wert zu nehmen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wenn ihr noch ein bisschen schneller macht, kriegst du die Ampel noch. Kneeling, kneeling, kneeling. Sei brav. Jawoll. Hab ich noch gekriegt. Sehr schön. Ich merke, ich fahre gerne beim Dunkeln. Ich weiß, das habe ich schon lange öfter gesagt. Der Josh sagt immer, ja, aber im Dunkeln Videos und so ist doof. Ja, aber ich mag es lieber im Dunkeln zu fahren. Sag ich ganz ehrlich. Finde ich cool mit den ganzen Lichtern überall und so. Ihr fällt mich einfach. Ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Aber ich find's ganz cool. Jo. Täuschungsmanöver. Blinker links und fahr rechts. Geil. Mach ich auch mal demnächst. Oh, ich wollte ja geradeaus. Hoppala. Mein Fehler.
vermute mal, dass ich hier links muss. Kann ich recht hier hart? Oh, guck mal, schon recht hier hart. So. Ein Stückchen, Stückchen, Stückchen. Jawohl.